So, hallo, herzlich willkommen zurück. Bin nach der letzten hier Verabschiedung hätte ich einfach nur Hallo sagen sollen, so mächtige Worte und so. Aber gut, willkommen zurück. Wir wollen zur südlichen Triangelinsel, um eine Octalus-Karte zu bergen. Einfach nur für die Komplettheit und weil die auch noch nicht alle gemacht worden sind. Also, da kann ich ja noch mal sehen, als ich ja vorhin, ne, bei der Greifhorst-Insel da oben, wie auch immer die da heißt, waren wir ja eigentlich nur, weil ich, ne, sagte so, hey, als Kind nach Tatopia gesegelt bin, bin ich so schräg gesegelt, dass ich auf einmal bei dem Octalus gelandet bin, bei dem du dich gar nicht wehren kannst. Tja, little did I know, der war irgendwie doch nicht da. Vielleicht haben sie es mit dem Remake geändert, weil das vielen Leuten passiert ist, die dann hilflos waren oder keine Ahnung. Versucht übrigens, glaube ich, diese Taucher oder ein U-Boot oder so, das müsste hier bei der Insel sein. Ist das da? Ja, ne? Ne, das ist ein Terry. Aber warte mal, wenn hier ein Terry ist, dann gehe ich mal einkaufen gerade. Ja, guter Kauf ist gut, ja. Und die Wachtpostenkarte, die holen wir uns danach nämlich auch. Die habe ich mich auch eben rausgesucht, weil ich war mir nicht mehr Cool. sicher, wo die genau vorkommen. Und auch wenn wir die Wachtposten jetzt manuell so gesehen abgeklappert haben, zumindest die nützlichen, weil die anderen sind, wie gesagt, der Plantagranda-Samen. Der gesagt hat, Tobias, besiegst die Pflanzen. Warum solltest du Wachtposten dafür klären? Also wirklich. Ja. Ja, dann haben wir da nämlich gleich Isla Ursa Major, gehen wir jetzt gleich noch hin. Da gibt es eine Schatzkarte mit den Wachtposten. Vor allem ist das da oben beim Flugplatz, wo wir halt die Wachtpostenkarte noch kriegen können. Radkuck und Capo Grande waren wir. Da haben wir das Herzteil und den Triforce-Splitter geholt und das südliche Feenkordial. Oh. Oh. Das ist ein Dreier-Wachtposten, by the way. Da sind wir jetzt gerade weggesegelt. Das kann man sich nochmal hinporten, gleich halt, je Kann nachdem. man richtig Das schön ist Karte eindecken. Nummer 40. Upsi. Das habe ich jetzt überlesen. So, kommen wir einfach nochmal hier. Puffpuffrucht. Ja, ich glaube, mit ein oder zwei bist du sicher, weil wie der Platz noch Alles ist. verkauft. Nee, Ah, doch okay. nicht. Ach so, stand nicht, Sind wir auch okay. mal verschwunden? Ja, komm, zwei Stück. Glaube, mehr wirst du noch nicht mehr brauchen. Auch von Futter her soll das jetzt für den Rest des Ja, Spiels habe ich eigentlich mir auch reichen. tatsächlich gerade gedacht. So, wahrscheinlich brauche ich nicht viel mehr. Ich meine, du brauchst noch einmal Futter Jetzt, wenn von ich den verkacke, Bienen für ganz den häufig. Herbstfall. Aber sonst brauchst du immer noch das Futter für die Insel. Ich glaube, du brauchst halt einmal, wie gesagt, für Präludien nochmal Futter für das Schwein, weil der dann nur Erster kriegen kannst. So, warte mal, dann hole ich hier erstmal die Karte. Ja, also wir Dem. müssten, also es stand jetzt nicht dabei, aber bei der Insel ist eigentlich nicht, wir müssten Taucher oder irgendwas gewesen sein, Michael. irgendwo. So eine Gruppe. Ja, ich weiß, welches Schiff, glaube ich. Wenn dann auch hier in dem Feld ist, dann ist gut, weil ich sehe halt gerade gar nichts. Naja. Aber jetzt spawnen die auch erst, wenn man direkt davor steht. Das wäre wild. Lass mich nochmal zusätzlich gucken. Gerade so, ey, da ist was. Ach nee, ist wieder Terry. Terry, wuhu! Ja, das ist ja die Wacht. Ich habe da eben noch eine Octalus-Karte offen gehabt. Mann, oh Mann. Mann, oh Mann. Das versteht doch jetzt mal einer. Verlauf. Weiß nicht, wie weit ich Octalus-Karte. raus kann, tatsächlich. Wie, da ist jetzt wieder der Turm der Götter, Oh glaube ich, mein ne? Gott, warte mal, wir müssen zum nördlichen Triangel. Also ich habe einen Fehler gemacht, tut mir leid. Wir sind bei der südlichen. Das heißt, Ah. wir können zum Kordial Ja. gerade zurückgehen und den Wachtposten machen. Das ist my bad. Upsi. Tut mir leid, dass ich Mach Zeit gewastet habe. ich. Schon wieder Zeit gewastet. Mann, oh Mann. So wie als ich vorgeschaut habe, Mann, dass das Bleach-Kabum-Zusammenspiel. Mann. Und dann habe ich Das es hat einfach leider First Try geschafft in der nächsten glücklicherweise genau Folge. eine ganze Ecke besser geklappt. So. Na, auch mit 17 oder so. Da hatte ich Glück. Ja, da hat sich dann auch wieder bewahrheitet, dass die mehr beisammen irgendwie sind. Ja. Während bei uns gefühlt aber auch ganz oft der Zweier dann in den Ecken ja alleine war oder so. Es ist bescheuert. Ja, gut, da sind die Wachtürme gut. Da ist, wie gesagt, dann noch eine Schatzkarte, glaube ich, anzutreffen. Das hat, glaub, da ist auf jeden Fall was wichtig. Ich habe nur gerade schon wieder Tab gewechselt, weiß nicht, ob Schatzkarte oder Herzteil. Ja, das ist ja egal. Es ist eine Schatzkarte, Nummer 40. Ich Cool. klicke die mal an und guck mal für mich, was der Reward von Schatzkarte 40 ist. Einfach nur, warum nicht? Aber das sage ich dir nicht. Okay. Geld. Oh, der Schatz ist auf der Schatzspawn auf der Terra-Insel. Das kann ich sagen. Alter, ob Meduli noch auf uns wartet. Für immer. Ich hoffe. Ich erinnere mich ja glorreich an die Zeiten zurück, als ich Meduli Discord-Fieber für 2,5 Tage hatte. Ich erinnere mich auch. Ja, da haben wir Der Hype. gewonplayed. Keiner horny. Ich hab dich gerettet. Ja, danke, Uwu. Alter. Gut, haben wir auch drüber geredet. Für die Ja. Ewigkeit oder so. Das nächste Roleplay wird dann zwischen, keine Ahnung, Cortex und Crash. Ich habe jetzt gerade gedacht, Makoros oder so. Makoros. Nee, fick Mako. Also nicht wortwörtlich, aber.
scheiß Krocksamen, Alter. Bäh. Stell dir vor, man sammelt alle 900. Wer macht so sowas? Ja, Lux-Dragling. Ach nee, du meinst einen anderen YouTuber. Bei Marcel, weißt du, ich hab Breath of the Wild damals nicht mehr angeschaut, weil, naja, ich auch nicht. Sind wir mal ehrlich, wir waren mit Spielen selbst beschäftigt und richtig. So. Aber bei seinen Krog-Jagd, die war ganz entspannt halt, wo er sich dann einfach die ganzen Markierungen im Internet zusammengesammelt hat und das abgehauen. Da habe ich ab und zu reingeguckt tatsächlich. Hm. Aber mit der Krog-Maske hatte ich auch, glaube ich, alles damals da noch nicht selbst, weil, weiß gar nicht. Jetzt hier in dem Mittelding alle, weil hier habe ich gar nichts bekommen gerade. Aber doch, sind alle weg. Okay, also. Ich meine, die Karte hatte einen Silberrand, das müsste es gewesen sein. Ich habe gesagt, es ist eine Schatzkarte, also. Alter, schaffst du den Backflip aufs Schiff? Alter! Ich nicht Challenge. Ganz an der Stelle, aber mal gucken. Oder? Nee, Challenge, ich muss aber genau von die Leiter fahren und dann halt. Ich glaube, nur vor der Leiter ist es so offen, dass du simpel flippen kannst, weil da ist ja der Rand, da fliegst du wahrscheinlich weiter weg. Ich bin auf den gegangen, wo nichts ist. Nice. Die anderen haben wahrscheinlich auch wieder keine Leiter oder so. Das könnte halt sein. Also wieder ich glaube, eine nicht. Die hat eine Leiter und der nicht. Aber da kann ich ja ganz einfach hin. Ja, gut, wie steht der Wind gerade? Bestimmt kacke, aber versuch's einfach mal. Na, geht sogar. Direkt die nächste Challenge. Richtig scheiße. Ich dreh um. No! warte, dann kletter ich jetzt einfach direkt da hinten drauf. Du schaffst das schon. Sorry, kein Backflip heute. Ja, morgen Backflippen wir dann. Gib dir ein Fernrohren. Fernröhren. Fernrohrse. Was auch immer. Da hängt er wieder. Ich bin dumm. Also es war halt fast so cool wie ein Backflip. Wäre der halt so unter Schiff gewesen und ich wäre da reingesprungen. Also 10 von, nee, 11 von 10 bekommen, ganz ehrlich. So wie Ocarina of Time als Score oder so. Ja. Ich würde gerade fast als Nutri-Score sagen. Ja, ja, Ocarina of Time ist der schon Nutri-Score. Ein A oder M. Ist das höchst oder A? Gute Frage. Ich weiß gar nicht. Der hat gestern eine Pizza gegessen, die legit A hatte. Oha. Ja, war wohl sehr, sehr gesund da jetzt. Aber ja, auch noch eine kleine Geschichte dazu. Nestle hat sogar Nutri-Score B. You know why? Ja, weil Geld. Ich habe gesagt, du hast mitbekommen. Nee, also die haben angegeben, dass 2 Löffel Kakaopulver auf fettarme Milch, gerade dass es fettarme Milch sein soll, darauf haben sie Nutri-Score B bekommen. Dabei wäre es locker mindestens ein C-Dispo. Also mindestens ein C, also nach unten halt mindestens. Die haben aber gesagt, ja, fettarme Milch und deshalb haben sie B bekommen. Das ist halt actually... Junge, die Lebensmittelindustrie ist einfach so am Schummeln bei allem, was geht. Das ist unfassbar. Juhu. So, warte mal. Bei der Gelegenheit öffne ich mal die Karten, weil ich glaube, wir haben wieder ein paar, oder? Mindestens eine. Weißt du denn gar nicht. Eine ja mindestens, aber... Ah, 40 ist die du gerade bekommen hast. Ha! Ah, 37 und 40, ja. Ey! Ja, und die ist jetzt auf der Terra. Ja, das ist die Terra-Insel. Gut, also hatten wir jetzt noch offen das nördliche Feenkordial. Theoretisch auch den. Ja, wann du oder wie du willst, nochmal zu dem besonderen Tingelhändler, würde ich sagen. Und ja, stimmt, ne? Terry-Händler, kannst du ihm halt noch seine Schatzkarte abkaufen. Komm, schaffst es! Und Backflip! Ja, yeah. Zählt. Ja, so, nördliches, zählt. Ja, da kann ich mich importen. Dann ist gut. Ich werde mal ganz. Zumindest kurz. Irgendwie in die Nähe, glaube ich. Ich glaube sogar ziemlich direkt, oder? Wo ist es genau? Scheiße, ich hätte gucken sollen. Nee, warte, ist es links, das ist links neben. Nördliche Triangelinsel, ja, da müsste es ja. Ach nee, nördliche Triangelinsel. Ich verrate nicht den Kordial. Ja, das müsste über dem Turm der Götter sein, oder? Oder? Warte, ich hab ne Karte auf. Moment. Also ist, der Portpunkt ist, nee, es ist ja doch, das ist rechts neben Tingels Insel. Okay. Man sieht halt auf der Karte aber gar nichts, so kein kleines Dreieck oder sowas als Insel, nee. Komisch. Was hat der Shiki sich da nur gedacht, frage ich mich. Ich suche da irgendwas los. Ah, okay. Man hört es, Was? Ich habe gerade mal, ich sag, ich habe jetzt mal Mikro weggedreht, man hat es je nachdem gehört.
Ich bin gerade am Unsinn nebenbei, ein bisschen. Hab mir einen neuen gelben Sack aufgemacht und packe Müll weg. So, jetzt. Fertig aufgeräumt. Geil. Hey, Mann, wir räumen doch nicht auf, Alter. Sieht deine Wohnung jetzt besser aus? Ich habe gestern nicht mehr sauber gemacht. Mann, hätte ich gestern aufnehmen können. Der sagte, Leute, der sagte mir, seine Küche und alles sieht chaotisch aus, der muss aufräumen. Halt wirklich, ich habe noch anderen Scheiß erstmal gemacht, dann war es plötzlich schon so spät und Omi Fräse musste noch angerufen werden, ganz wichtig. Alter, Omi Fräse auf ihrem Pedalo. Ja. Okay. Was finden wir hier noch? Ah ja, die Karte. Die Karte. Richtig. Ich habe schon mal vergessen, welche von beiden. Da ist das Schiff. Oder Wachpost? Die Octalus, glaube ich. Octalus-Karte, glaube ich, ja. Die haben noch nie geredet, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, aber gut, finden wir es raus. Ja, die, keine Ahnung. Die sind Hype oder so. Kann ich hier drauf? Du gehst von deinem Boot mit denen reden. Du kannst aber auch scheinbar vom Wasser aus reden, keine Ahnung. Kannst du irgendwie anvisieren, wenn du ein bisschen weiter noch segelst und dann der mittlere oder so. Oder der Typ. Ja, war was. Achso, okay, nevermind. Yo! Das ist aber ein feines Boot, das du da hast. Prächtig. Bist du etwa auch auf der Suche nach tief im Meer sunkenden Schätzen? Ha, versuche jetzt gar nicht, es zu leugnen, Junge. Der hat vor allem, ich glaube, der ist oberkörperfrei, aber hat so eine weiße, so, nicht gebräunt da. In diesen Gewässern hier schwimmt keine einzige müde Sardine. Zum Fischen bist du also ganz bestimmt nicht hier. Nein, mein Lieber. Entweder du bist ein Schatzsucher, genau wie wir hier von Tauch und Co. Oder du bist ein Pirate. Pirate! Es erfreut unsere Taucher beglockten Augen in Zeiten, in denen sich kein Mensch mehr auf See traut und alle lieber ein langweiliges Inselleben ohne Abenteuer und Aufregung fristen, einen so mutigen und beherzten Jungen wie dich zu treffen, dem Werte wie Ruhm und Glorie noch etwas sagen. So viel Idealismus für die gleiche Sache, das schafft Verbundenheit. Mein Gott, die reden so viel. Hier, mein Junge, die hier möchte ich dir schenken, denn Verbundenheit darf nicht nur aus Phrasen bestehen, außerdem ist ohne natürlich nicht gut Schätze heben. Nimm sie ruhig, keine falsche Bescheidenheit. Schatzkarte. Ist vielleicht erstmal, weil ich mit denen das erste Mal gesprochen habe oder so. Im Kartenbildschirm auf dem Gamepad, Inselkarten links, ich weiß. Um den Schatz zu heben, benutze. Ja. Damit siehst du wie. Ich schätze an Bord. Bye! Vor allem, Junge, auf, dass wir alle unser Bestes geben und reichlich feine Schätze heben. Ja. Okay. Nochmal? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Was bedrückt dich, mein Junge? Willst du einen Schatz finden, solltest du erstmal deine Seekarte aufrufen. Was? Ja, bye. Also, es war ja gut, es ist eine Schatzkarte. Das war aber nicht auf meinem. Es war nicht so verzeichnet für mich, hä? Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt gerade dafür war, dass ich ja das erste Mal mit denen geredet habe, aber irgendwie. Ich meine, irgendwas müssen die doch auch. Man muss doch vielleicht das Feld gewechselt haben, aber es ist schon irgendwie random, weil mit denen redet man ja eigentlich nicht so oft dann. Schnapp den jetzt den Schatz vor die Nase weg. Oh! Aha. Mich vielleicht aber, um einen Schatz zu heben, bedarf es einer Schatzkarte. Kannst du mir folgen? Hä? Nee. Hä? Es ist, weil ich. Oh. Ah. Die Schatzkarte Nummer 26, die man auf dem Sechsaugenriff findet, führt zu einem Schatz bei der nördlichen Triangelinsel. Dort befindet sich die Octalus-Karte. Das heißt, man kriegt die nicht von den Tauchern hier. Du musst das Sechsaugenriff clearen und kriegst eine Schatzkarte. Und in der Schatzkarte birgst du eine Schatzkarte, soweit ich verstehe. War das? Das Sechsaugenriff ist nicht das, was ich geklärt habe, ne? Nee, das war das Zweiaugenriff, glaube ich. Ja, gut, aber die Augenriffe machst du ja dann eh noch. Das heißt, das verpasst du ja so gesehen nicht. Okay. Wäre jetzt für mich schön gewesen zu wissen, wo der Octalus genau ist, den ich da eben versucht habe zu sehen. Mhm. Aber ich kann das ja auch bei Google so mal gerade gucken. Ja, ich gerade dumm. Wo ist denn das Riff, was ich hier fehlte? Wo der ist. War der nicht der ganz im Süden? Zwei Augenriffe. Das ist wirklich, das ist genau. Ja, das reicht, okay. Ich weiß, wo der Octalus ist, den ich da hatte, in den ich reingesegelt bin. Wir waren nur zu weit unten, actually. Der war ein Feld weiter oben. Der ist genau eins unter Draconia. Und wenn man dann weit, bei der Ignisspitze weit zu, nach rechts, also am rechten Rand segelt, dann kommt der wohl. Ich meine, den musst du jetzt theoretisch nicht machen, aber das ist halt den ich versucht habe, dir vorher zu zeigen. Ich habe jetzt gerade die Idee, mich hierhin zu porten und den die letzte Karte zu holen, also die Triforce-Karte.
Die ist ja da rechts, ne? Was ist da? Warte mal. Die ist von diesem Portpunkt. Hast du gerade nachgeschaut? Achso, Greifenhorst. Ja, mach das. Jetzt weiß ich, ich war gerade Brain. Ja, genau. Ja, kannst ja davon zwei Felder nach oben abklappern. Dann können wir den Octanus plus halt die Karten auf. Also Karte aufdecken plus den einen Octanus direkt mitnehmen. Nachdem du halt die Insel gemacht hast, meine ich natürlich. Mhm. Gut, dann hatten wir jetzt so Karte 40 haben wir bekommen, Karte 16 haben wir noch nicht bekommen. Das ist die, die wir dann doch noch gleich je nachdem machen. Okay. Ja, dann ist nämlich die Wachtürme sind dann auch abarbeitet, sagte ich ja. Das ist schön, dass ich mich darum bin. Also, dieser Ursa Major hat halt noch, aber das ist, selbst wenn wir das nie mehr zusammen machen wollen würden, aber wie gesagt, ich würde schon noch, habe ich es dir halt eben in unserem Verlauf hier einfach aufgeschrieben. Okay. So, was ist das da jetzt? Bin jetzt einfach mal nach rechts geflogen und genau. Ich glaube, bei der da musst du den Greifhaken halt auch benutzen, wenn man die halt machen will. Die Frage ist halt jetzt, das ist ja jetzt nicht die Triforce-Insel selbst. Nee. Ich habe nämlich nicht. Heißt, die kannst du ja theoretisch noch liegen lassen, wie du magst. Mhm. Halt. Kannst aber schon drauf gehen. Ich wollte erstmal aufdenken. Jo, das ist natürlich nicht verkehrt. Flugfelsinsel. Ich meine, klar, irgendeine Schatzkarte, was gibt's da wieder? Das ist klar, aber jo. Nintendo Galerie. Weg damit. Die gibt's gar nicht. Das ist eine Lüge. Fake News. Okay. Arme Nintendo Galerie. Lalala. Hast du schon mal von der Nintendo-Galerie gehört? Passt so berühmt wie der Kapitän Dreifuß. Doch, wie der ihn schon erwähnt hat. Unglaublich. So. Ja, wo ist sie jetzt hier? Warte mal, was ist das für eine Insel? Wo mit Dreifuß. Schon komische Anspielung irgendwie, ne? Kapitän Dreifuß. I have no clue. Mit seinem goldenen Schatz. Weird. So, das ist die Greifenhorst-Insel. Ich glaube, hier gibt auch wieder eine Ecke Gargorax und eventuell Möwengesteuer. Das weiß ich nicht ganz, aber. Da finden wir dann jetzt auch mal raus. Ja, da ist schon mal. Okay. Ja, da kannst du dich, glaube ich, auch mit dem Ding ins dran ziehen, mit dem Greifhaken. Also nicht Greifhaken, sondern Entehaken, meine ich. Ach so. Geht okay. Vielleicht beides. Ich bin nicht sicher, aber es ist Holz. Das müsste der Entehaken halt funktionieren. Nein, oder nicht. Das ist doof. hoppala. War ein Unfall. Dann doch nicht. Okay, Upsi. Ich hochziehen, dachte, wa? An Holz geht das in dem Spiel halt auch einfach, aber irgendwie... Oh oh. Du. Ah, oh, blauer Slime. Ist das Slime. Nehm ich. Und jetzt wird da auch dann einfach... Da sind Kristalle in den ganzen Nestern, ja. Ich seh schon. In allen? Vier Stück wahrscheinlich. Kann ich hier erstmal hier vielleicht wegsnipen? Kannst du mal probieren. Ich würde natürlich die normalen Pfeile. Genau. Ja, der müsste treffen, wenn der Wind da nicht irgendwie. Zack. Nice. Hab ich noch nie gemacht. Das ist schon mal clever. Ich glaube ein bisschen tiefer so. Lockhart. Ja, das ist gut. Bam. Yes. Damn it. Ein bisschen noch nach links. Ja, da müsste. Ah, voll der Headshot, ey. Jetzt den im Flug. Alter, wenn du das machst, gibt's gleich eine PayPal-Überweisung. Alter. Nee, du kriegst ja noch Geld von mir. Das stimmt. Jetzt sieht das aus, als hätte ich das verschulden beim Mr. Fraser. No. Ja, keine Sorge, die 500 Euro kann ich mir auch später überweisen. Das stimmt nicht, Leute. Das sind 499,99. Immer diese Lügen-Lords. Jetzt Schalter drücken. Ich fliege jetzt auch weiter, nachdem du mit dem Kristall. Ich meine ja. Ah, gut, cool. Well? Oh Gott, sind wir. Hallo! Na, was ist das denn? Oh, es geht immer auf den Sack. Play. Ah, es sind, glaube ich, doch ein paar mehr. Ey, Flügel hat eine doofe Hitbox oder so. Blöde Streaming-Seite von damals. Kriegs? Das ist schlecht. Nein, Möwe! Ich habe nur noch einen Try. Oh cool, immerhin kommst du zu dir. Also das müsste ja jetzt dann wahrscheinlich Free Real Estate sein. Hm. Zum Glück habe ich zwei gekauft. Ja, ne? Wünschte ich hätte fünf gekauft. Ne, keine Ahnung. Ja, ich glaube das Futter war schon besser.
Vielleicht bin ich dumm und fliege gleich einfach gegen eine Wand oder so. Bitte nicht. Alles möglich bei mir. Toyota. Hä? Wer ist denn da? Flieg doch dagegen. Mache ich irgendwas falsch? Warte, einfach noch mal niedriger. Okay. Aha, okay. Warum auch immer so pingelig wieder Wind Waker? Oh no. Nein! Der war im toten Winkel. Mies, mies, den darfst du jetzt nicht treffen, ey. Aha. Oh oh. Oh oh. Hilfe. Fliege um dein Leben. Ich versuch's. Ich spamme A. Das passiert nichts. Ah, lass jetzt das Nest, wo er rauskam. Mhm. Also. Oh Gott. Alter. Ah, ich wollte gerade sagen, Alter. Oh, du Arschloch, ey. Wahrscheinlich auch und dann die zwei unten halt. Ja, gut, gut. Ja, ich sehe nichts. Oh Gott. Imagine, die hätten einen Timer, Alter. Uff. Haben sie natürlich okay. Nicht. So, nein, der ist immer noch hier. Wäre schon ganz schön Bullshit. Verpiss dich. Ja, und dann noch der eine oben, oder? Ja, glaub auch. Alter, es ist so... Nein, nein! Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist so dumm! Oh, Gargorak, lass es sein, Junge. Ich ruf dir alle Federn einzeln aus. Was sind das für Winkel? Oh. Ja, oh mein Gott. Jetzt lass die Möwe einfach weg. Okay, weg. Tschüss. Oh mein Gott. Das war stressig. Das war in der Tat. Im Match müsst ihr jetzt auch 30 Ebenen kämpfen. Also musst du nicht, keine Sorge. So, erstmal Geld gönnen. Ich bin auch Geld. Nice. Weiß ich nicht, warum ich das sage, aber naja. Ja, ich weiß immer nicht, was ich antworten soll. Ich sage einfach nur nice. Ja, ist okay. Ich meine, was soll man darauf antworten? Tja. Ich bin auch eine Antwort. Was? Die Antwort. Auf die Frage. Swoop. Ja, der Rest sind dann nur noch Splitter an sich. Das ist ja ganz schön cool, du. Jetzt musst du eine Entscheidung fällen. Gehst du beim Terry nochmal, beim besonderen Terry einmal einkaufen oder lässt du alle drei Karten in Schüssel und hast das dann schon aus dem ja, fertig halt. Mein Gott, ich kann nicht reden. Vielleicht wär's sogar klüger, die Karten erstmal zu... Die euch halt schon, ja. Ja. Man muss halt die Schatzkarte noch etwas warten. Bei Bergen kriegst du ja dann noch mehr Rubine, um halt dann wieder zum Terry-Händler zu können. Beziehungsweise, wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Also erstmal ist die Folge vorbei. Jetzt würde ich halt nach oben die zwei Felder nächste Mal so absegeln. Okay. Stimmt, zum Flugplatz wolltest du auch noch, ne? Was war da nochmal? Ja, und dann kam einfach die ganze, beim Flugplatz die Wachturmkarte. Ah ja. War halt die ganze Reihe nach oben, dann eins nach links, also direkt über Draconia wäre das Endziel. Mhm. Okay. Gut, dann, ne? Machen wir das beim nächsten Mal noch? Händler, leider. Also. Ja. Also kein komisches Wesenhändler, meine ich, du weißt schon. Ja, 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 ja. Dann. Bis zum nächsten Mal. Verpisst euch, tschüss. Verpisst euch, richtig. Jetzt geht mal weg hier. Tschüss.